Alles hat begonnen, wie ich in Paraguay in einem Kinderheim als Psychologin ausgeholfen habe. Es gab einen kleinen Jungen, der war irrsinnig aggressiv. Er war so circa 4, 5 Jahre alt und die Betreuerinnen haben mich gebeten, ihm zu helfen. Ich habe mich entschlossen, mit ihm die Brainspotting-Technik anzuwenden und habe ihn gefragt, du, was empfindest du denn, wenn du so aggressiv bist? Der kleine Junge hat sofort gesagt, ich fühle mich wie ein Krokodil. Ein Krokodil, das permanent angreift. So habe ich einen Zettel genommen und habe ein Krokodil drauf gemalt. Mit Hilfe dieser Zeichnung konnte er seine traumatische Vergangenheit wunderbar aufarbeiten und wir haben irrsinnig viele Traurigkeiten entdeckt. Am Ende hat er dann gemeint, weißt du, Monika, ich könnte ja auch wie ein Entchen sein und mehr um Hilfe bitten. Ich habe das irrsinnig schön gefunden, habe das Blatt gewendet und habe auf die Rückseite das Entchen gezeichnet. Und habe dann dem kleinen Jungen gesagt, jetzt haben wir beides. Du hast das Krokodil, mit dem du dich verteidigen kannst, und du hast das Entchen, mit dem du um Hilfe bitten kannst. Und so ist das Krokoduck geboren.